So, hallo und herzlich willkommen. Es ist angebrochen, das Achtelfinale gegen Japan. Oh shit, das habe ich befürchtet. Forrest muss vorgegeben werden. Da er eine rote Karte hat. Kann man nichts machen. Ist leider so. Sollte aber nichts passieren. Ich habe ja hier gutes Backup in Form von Richie. Ja, die Russen, sage ich, die Schotten fulminant ins Achtelfinale geschossen. Genauso wie dann natürlich die Österreicher Armstrong und Arnautovic teilen sich hier dabei den Torschützen. Mal sehen. So, Schottland, Japan. Schau ich nur kurz was. Nein, das war's nicht. Okay. Schottland gegen Japan. So, Richie wieder am Weg geschickt von Tenier. Und Phillips. Das war kein guter Pass von Armstrong. Sie verstecken sich nicht, aber zwingende Chancen hat es auch noch nicht gegeben. Schön, Richie, Richie, Richie. Thomas Salat. Die Lautstärke war bei mir ein bisschen höher gedreht als sonst. Nein, seine Partie ist es. Der will nicht Armstrong, aber macht nichts. Und jetzt heißt sie auch schon verlieren verboten. Da wir in der K.O.-Phase angelangt sind.
Ken Griffiths macht es. Eins zu null. Schönes Zusammenspiel wieder. Armstrong, der Assistgeber. So. 1-0. Ja, gekommen, der springt drüber, Japaner. Das war jetzt uncool. So, Chance wieder zunichte gemacht. Ja. Die Schotten tun sich irgendwie schwer gegen die quirligen Japaner. Oh, schade. Armstrong, guter Kopfball, der nur abgewehrt werden konnte, und Ritchie im Nachschuss. Entschuldigung, nicht abgewehrt, sondern Stange, und Ritchie im Nachschuss vorbei. Shit. Ja, das gibt wohl gelbe Karte. Oha. Rot? Rote Karte, oder? Bist du behindert, Schiri? Das war, glaube ich, nicht mein letzter Mann. Chance war auch schon vorbei. Oh. Das ist euch jetzt. Oh. Behinderten Sie sich selbst. Na gut. Sollten Sie weiterkommen, ist Beara gesperrt. Im Viertelfinale. Gut, der kann das auch spielen. Gut. Oh, sie schwitzen jetzt. Vielleicht machen sie aber alles klar noch. Yes. Schöner Konter, der hier gefahren wurde. Und Griffiths
macht das 2:0. Hat er jetzt endlich in diese WM hineingefunden. Schöner Pass auf Griffiths. Der sprintet los. So, 2:0 steht es hier. Wir machen gleich weiter. Wechseln tut mir hier noch nicht. Schön gemacht. Da hätte er auch selber schießen können. Lässt es aber Armstrong. Dachte Griffith was? Nein, Armstrong war zur Stelle. Ich dachte Armstrong hat hier den Pass gegeben. Nein, Griffith was. Connor geht zu Griffith, er zu Phillips raus. Dieser wieder zu Armstrong hinein und 3:0. Jetzt nimmt der Schotten Express Fahrt auf. Und Richie. Leider nichts. Oh. Tja, was ist jetzt abseits? Ja, das Spiel ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Oh, jetzt hat er sich durchgesetzt. Jetzt hat er sich durchgesetzt. Ja, nein, Richie, du bist mir zu gefährlich. Ja, als Absicherung. Boah! Das geht vor Gelbitz. Ein Tick zu früh dran.
Tenier greift hier ein. So, Fletcher, der hatte schon ein Tor geschossen. Auf Griffiths! Oh mein Gott. Oh mein Gott, was versemmeln die hier noch? Puh. Ja, abseits vermutlich. Alter! Der bleibt einfach stehen. Jetzt habe ich mich verdrückt. Ja, der Japaner läuft ihm davon. Nichts passiert. Ja, Fletcher muss natürlich aufpassen. Eine rote Karte kann er sich nicht leisten. Gott! Werden da jetzt abgestoppt. Glücklich da wollte er schon abziehen, wurde geblockt, der Ball kam zu ihm, McGinn. Und der staubt auch noch ein Tor ab. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. So, ihr habt's gehört, 3 Minuten Nachspielzeit. Und auch da geht nichts bei den Japanern. Ja, es ist gelaufen, 5-0. Trotz einem Mann weniger. Es braucht eine kleine Griffith-Gala.
Gegen Japan ist er aufgeblüht mit 2 Toren und auch einem Assist. Da die rote Karte, bisschen hart. Wieder Griffith. 2-0. Armstrong baut wieder um ein Tor aus. Das war schön gemacht. Bisschen Glück. Aber egal. Und McGinn setzt noch eins drauf. 5-0. Schottland gegen Japan. Ich bin der Fangamer. Macht's gut. Bis dann. Ciao und Baba.